so ein Blödsinn. Okay, Leute, wir sind gleich auf Sendung. Hast du geraucht? Nein. Guten Tag, meine Damen und Herren, bei den NOW. Die Nachrichten vom Sonntag, heute schon am Samstag. Obst und Gemüse sind gesund. Das Bundesamt für Gesundheit legte gestern Abend ihre Ergebnisse zur Erforschung der Auswirkungen von pflanzlichen Nahrungsmitteln auf den menschlichen Körper vor. Demnach seien Äpfel, Mandarinen, Erdbeeren und alle anderen Obstsorten nicht krebserregend und Gemüse führe in keinster Weise zum Absterben von Gliedmaßen. Damit wird nach fast 10 Jahren ein Aberglaube aus dem Volksmund widerlegt. Die enthaltenen Vitamine seien lebensnotwendig statt lebensraubend, so Dr. Manfred von Kirschtoilette. Der Bundestag sei nun in der Verantwortung, über einen Anbau von Kartoffeln zu entscheiden, um sie als Grundnahrungsmittel offiziell zu genehmigen. Vorfall in den Gera-Arkaden. Am Donnerstagnachmittag stand in den Gera-Arkaden die Zeit für einen Moment still. Ein Mann betrat das Gebäude. Augenzeugenberichten zufolge war er in mindestens 3 Geschäften, um dort einzukaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Anwohner, Ruhe zu bewahren. Was der Mann sich für sein verdientes Geld gekauft hatte, ist unklar. Der Inhalt der Einkaufstüten ein Rätsel. Zugeschaltet ist uns jetzt unser Reporter per Telefon, Christian Hässlichmeier. Herr Hässlichmeier, gibt es neue Informationen seitens der Polizei zu dem Vorfall? Nein. Danke, Herr Hässlichmeier. Halten Sie uns auf den Laufenden. Nur noch das Wetter. Schauen Sie aus dem Fenster. Das waren die NOW, die Nachrichten vom Sonntag, heute schon am Samstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.